Jo, moin Leute, es ist Freitag, der 7.6. Circa 11 Uhr. Ich bin in Berlin bei der Jugendstrafanstalt. Ich arbeite heute wieder mit den Jugendlichen im Gefängnis. Heute ist glaube ich die Abschlussveranstaltung. Ich möchte ein bisschen was zu dem Projekt erzählen, was da gemacht worden ist. Das lief über den Verein IU Venis, werde ich in der Videobeschreibung reinschreiben. Da geht es darum, mit Jugendlichen im Gefängnis zu arbeiten und einen Zugang zu finden über den Sport und hier besonders über Fußball. Das heißt, die jungen Leute, das ist eine Gruppe von ca. 10 bis 12 Jugendlichen, die hier dauerhaft in der Jugendstrafanstalt sitzen, also nicht ein Wochenende oder 4 Wochen oder so, die schon wegen den unterschiedlichsten Delikten hier sind. Wegen welchen Delikten weiß ich nicht, das braucht ihr nicht fragen. Das ist auch gar nicht so wichtig. Aber in der Jugendstrafanstalt habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dort wirklich was getan wird, dass da sehr, sehr viele motivierte Mitarbeiter sind, die mit diesen jungen Menschen arbeiten. Und das Problem, was ja immer sich im Strafvollzug stellt, ist, wie bekommt man Zugang zu den Inhaftierten? Und das ist, glaube ich, sehr schwer. Viele, die dann jahrelange Hintergründe haben in der Kriminalität, in der Gewalt, teilweise sind hier Clan-Zugehörigkeiten und so weiter. Wie bekommt man da Zugang, dass sie überhaupt mit jemandem von staatlicher Seite sprechen, dass sie sich öffnen, dass sie ihre Geschichten erzählen, dass sie Ängste und Sorgen teilen, dass sie Zukunftswünsche äußern, was sie sich vorstellen für die Zukunft. Denn im Gefängnis, das muss man wissen, im Gefängnis geht es natürlich viel darum, dass man auch eine Art Image aufrechterhält. Ja, das ist kein Kindergeburtstag mit Happy Meal von McDonald's und dann geht es ins Schwimmbad und dann wird da eine Party gefeiert, sondern jeder muss da so ein bisschen drauf achten, ja, so sein Image aufrechtzuerhalten, dass man dort nicht untergeht, dass man abgezogen wird, dass man unterdrückt wird, dass man von allen irgendwie als Lappen bezeichnet wird, dass man körperlich angegriffen wird. Das heißt, da muss man erstmal eine Rolle spielen. Das haben wir in der Knastserie auch ein bisschen berichtet. Und das macht es natürlich schwer für viele der Menschen, die dort arbeiten, im Bereich der sozialen Arbeit im Gefängnis. Jetzt nicht unbedingt die Schließer, ja, die haben eine andere Aufgabe dort, für Ruhe, Ordnung, den täglichen Ablauf und so zu sorgen. Aber besonders im Jugendstrafvollzug gibt es auch einen großen sozialen Bereich, ja, dass die Jugendlichen dort arbeiten, Schule vielleicht nachholen, Schule erweitern. Die ganz einfachen Dinge, die man vielleicht draußen verpasst hat oder vernachlässigt hat, die dort dann gemacht werden. Aber wie bekommt man die Jugendlichen überhaupt erst dazu, in den Dialog zu gehen, ja, sich mitzuteilen, sich kennenzulernen und so weiter. Wir dürfen nicht vergessen, Staat ist Feind. Ja? Also das war bei mir ja nun auch so, alle, die einigermaßen nach Staat gerochen haben, sei es jetzt als Schließer ganz klar, Polizei, die Anstalt an sich, aber auch jemand, der aus der sozialen Arbeit kommt und so weiter, der war für mich gleich Feindbild. Du bist Teil dieses Systems, dieses System, das mich weggesperrt hat. Man denkt zu diesem Zeitpunkt denkt man nicht darüber nach, ja, ich habe mich hier auch selber hergebracht, ja, also ins Gefängnis. Dass diese Einsicht kommt später, manchmal auch erst, wenn man schon eine lange Zeit draußen ist, dass man dann über sein Leben reflektiert. Aber zu dem Zeitpunkt, wenn man da drin ist, dann haben erstmal alle anderen Schuld, ja. Diese Opferhaltung, die fühlt sich dann ganz wohl an. Und wie bekommt man dann Zugang, ja? Wie macht man das, ja? Geht man dann hin und schließt die Zelle auf und sagt, ja, moin Digga, wollen wir mal schnacken? Und dann sagen die meisten, nee, komm, hau ab, Alter. Na, ist so, nee, um was geht's? Und nee, habe ich keine Zeit. Und das ist auch mal geil, so im Knast, wenn man dann so sagt, nee, ich habe so keine Zeit im Knast, so. Weil, also, genug Zeit ist im Knast nun immer. Das können wahrscheinlich viele bestätigen, die das auch hier jetzt gucken. Könnt ihr in die Kommentare runterschreiben, welche Erfahrungen ihr da so gemacht habt. Und dann gibt es dieses Projekt von IU Venis, die gesagt haben, naja, wir wissen, die Jungs sind sportbegeistert, ja, vielleicht kommen die aus der Sportgruppe und so weiter, dass sie dann dort den Zugang so gelegt haben. Das heißt, es ist ein externer Verein, der jetzt hier im Gefängnis arbeitet und den Jugendlichen dann gesagt hat, okay, wir treffen uns einmal die Woche und wir sprechen über Sportgeschichten. Wir bringen unterschiedliche Sportler mit. Wir bringen Menschen aus der Medienwelt mit, die mit Sport zu tun haben. Sei es ging um Boxen, es ging um Fußball. Primär geht es hier um Fußball. Boxen, Fußball, Kampfsport, ich weiß nicht, was noch da war. Ich glaube, es waren auch Leichtathleten dabei und so weiter, die dann dort ihre Lebensgeschichten erzählen, die dann
die dann zeigen, die dann aufzeigen, wie sie sich selber vielleicht aus einer Krise rausgekämpft haben, was es bedeutet, auch Leidenschaft, dass da das Wort Leiden mit drin ist, dass man sich für was einsetzen muss, dass man Gas geben muss und dass man Ziele erreichen kann. Und dass man nicht nur immer Erster sein muss oder sonst was, sondern dass man auch was zu Ende bringt, dass man was dranbleibt und so weiter. Das hat bei den Jugendlichen toll funktioniert. Es ist eine Auszeit vom Gefängnisleben. Ich bin dankbar, ein Teil hiervon zu sein. Es ist trotzdem ein mulmiges Gefühl, dort immer reinzugehen. Ich habe relativ schnell mit den jungen Leuten dort connected. Das ist einer der wenigen Talente, die ich dann, glaube ich, habe. Das ging dann auch über die Geschichte. Ich konnte denen halt sagen, naja, ich weiß um eure Gefühle. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eingesperrt zu sein. Welche Gefühle da sind, welche Ängste und Sorgen, wie es ist mit der Familie. Besonders jetzt, ich meine, wir haben jetzt hier, es ist jetzt 11 Uhr und wir haben jetzt hier auch 22, 23 Grad. Gestern waren hier in Berlin gefühlte 30, 32, 35 Grad. Und dann sitzt man in seiner Zelle, Tür zu, ne? Durchzug kann man nicht machen, ne? Eine Tür ist zu. Wenn andere vielleicht ins Freibad gehen, sitzen draußen, essen Eis oder trinken abends einen Alster oder eine Coke und so weiter. Und man sitzt dann im Gefängnis und das Leben zieht an einem vorbei. Das erzählen die wenigsten, aber da kann man natürlich schnell connecten. Und natürlich auch die haben sehr, sehr feine Antennen. Also die wissen ganz genau, ob da jemand kommt und denen was vordüst. Ob das gelogen ist, die Geschichte, ob die ausgedacht ist und so weiter. Und das ging dann relativ schnell. Sie haben es dann auch gewünscht, dass ich wiederkomme. Das ist dann heute der Termin. Es ist trotzdem für mich dort gleich sehr komisch, durch diese Schleuse zu gehen, reinzugehen. Die Gefängnisse riechen nach meiner Meinung fast alle gleich. Kalter Rauch, Desinfektionsmittel, die schweren Türen, die auf und zu gehen und so weiter. Es ist für mich dann schon doch relativ merkwürdig. Und wenn man jetzt hier so die Türme so sieht, ja, wenn man sich hier das mal so anguckt, das ist eine Erfahrung. Leute, die braucht kein Mensch. Manchmal muss man einfach, glaube ich, auch mal so an so ein Gefängnis ranfahren in der Stadt oder außerhalb. Kann man ja ranfahren, außenrum mal gehen und so weiter, muss man sich mal einfühlen, wenn das so der Mikrokosmos ist, in dem man dann so die nächsten Jahre verbringen will, was das verschwendete Lebenszeit ist, weil man draußen meinte, man ist der Kong und hat einen auf hart gemacht und oder meinte, das schnelle Geld macht es und dann sitzt man hier Lebenszeit ab, während andere draußen zwar auch arbeiten gehen müssen, irgendwo muss das Geld herkommen. Aber dass man dann auch sich die Dinge so schaffen kann und dann in Freiheit ist und selber entscheiden kann, was man machen möchte und was nicht. Also ich bin gespannt drauf. Ich werde gleich die beiden Betreiber des Vereins fragen, ob die auch ein paar Worte an euch richten, damit ihr ein bisschen was über das Projekt erfahrt, weil ich kann das nur so halb erzählen. Ich glaube, die können euch das besser erzählen, was bei diesem Projekt wirklich los ist. Und ich freue mich auf die Jugendlichen. Es ist die Abschlussveranstaltung und ich hoffe, dass wir da drin noch ein bisschen feiern können. Oder dass es vielleicht einen Kaffee und Kuchen für die Jungs gibt. Ich wollte denen gerne was mit reinnehmen, ich wollte denen gerne was mitbringen. Das ist leider nicht möglich. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man von außen irgendwie eine Stange Zigaretten mitbringt. Hätte ich zu gerne gemacht und hätte die dort aufgeteilt unter den Gefangenen. Aber das geht nicht, weil da sitzen natürlich noch andere Gefangene und so weiter. Dann heißt es ja, in dem Training kriegt man da und da Zigaretten oder T-Shirts oder so geschenkt. Das ist sehr schade. Ich hoffe, dass die einen oder anderen sich nach dem Gefängnis mal melden. Vielleicht kann ich oder wir als Community da auch unterstützen, beiseite stehen mit moralischer Unterstützung und so weiter und dann wollen wir mal gucken, wie das gleich weitergeht. Ich berichte euch, wenn ich da drin war. Kamera damit reinnehmen kann ich leider nicht, Leute. Das ist klar, auch die jungen Leute haben ein Recht auf Persönlichkeitsrechte und natürlich innerhalb der Anstalt zu filmen ist sowieso verboten, es sei denn, man gehört irgendwie zu einem Filmteam, wenn man gefilmt wird, aber auch da muss alles ganz klar abgesprochen werden. Also, ich warte jetzt auf die beiden und dann frage ich sie mal, ob sie mit euch ein Interview machen und dann nach diesem Schnitt geht's weiter. Jetzt läuft das schon. Und du schneidest daran. Ne? Ja, es wird ja geschnitten, aber das bleibt jetzt wahrscheinlich drin. Also moin Leute, ja, ihr hört es schon lachen. Also der Termin ist rum, wir sind gerade raus, also Jugendstrafanstalt in Berlin. Genau. Ich habe hier den Hartwig dabei und den Jan. Die werden was zu dem Projekt erzählen, was sie hier gestartet haben in der Jugendstrafanstalt. Ich glaube, es ist einfacher, wenn die jetzt reden und ich ziehe mich ein bisschen zurück. Erzählt bitte was über das Projekt, das ihr hier gestartet habt in Berlin. Ja. Wer möchte denn? Ja, fangen wir einfach mal damit an. Es ist ein Projekt, das nennt sich Sportgeschichten. Da geht es eigentlich darum, über ja, Sportgeschichte, ja, über die Geschichten aus dem Sport mit den Jungs ins Gespräch zu kommen zu Themen ja, über Geschichte, über politische Bildung, über Wertehaltungen ja, und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Warum habt ihr den Sport dafür gewählt? Ja, weil der Sport einfach das ist, was die Jungs interessiert. Ganz viele. Nicht alle, aber die allermeisten. Und die Erfahrung ist halt schlicht und einfach die, dass wenn man über die Geschichte reden möchte,
über Politik reden möchte, dann rennen die Schweine weg und nicht ganz zu Unrecht. Ja? Und deswegen nehmen wir ein Thema, wo die Jungs einfach Interesse dran haben. Ja? Okay, was ist das Ziel des Trainings? Das Ziel des Trainings ist, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, sie ein bisschen auch in Selbstreflexionsprozesse zu bringen. Das Ziel ist, dass sie natürlich ein Stück weit auch verstehen, was ist das für eine Gesellschaft, in der sie leben. Ja? Wir hatten im ersten Durchgang so eine Situation, dass wir plötzlich auf das Thema Steuern gekommen waren und die Jungs gar keine Ahnung hatten, was Steuern sind. So, dann haben wir ihnen das erklärt, ja, dass so eine Haftanstalt, dass sie Geld kostet, ja, dass die irgendwie finanziert werden muss. Und dann war die nächste Frage von den Jungs, ja, wir haben ja gedacht, der Staat druckt das Geld. So. Dann haben wir also nicht nur über Steuern geredet, wir haben auch über Geldwert geredet. Ne? Was ist eigentlich, wie entsteht Wert von Geld? Ja? Und hätten wir das versucht anzusprechen in einem normalen Setting, hätte das nie im Leben funktioniert. So funktioniert das hervorragend. Ja, ich finde das Projekt, ja ganz toll. Es sind ja viele junge Menschen dabei, mit denen man sich echt gut verstehen kann. Und ich würde dann jetzt den Hartwig fragen, ob der auch noch was zu dem Projekt sagen muss. Naja, ich bin seit 12 Jahren im Strafvollzug tätig, als Honorarkraft eben. Und das, was mich hier an diesen Sportgeschichten schon sehr fasziniert hat, ist, dass es eben ein Thema ist, wo man mit den Jungs einfach schnell in eine Diskussion kommt. Und erst recht dann, wenn dann Geschichten dahinter stehen, die vielleicht auch von Flucht zu tun haben oder mit dem Thema Flucht zu tun haben, und man dann auf einmal eben darüber spricht, wie das dann mit den eigenen Brüdern oder Schwestern ist, wenn man die irgendwo liegen lassen muss und selber irgendwie das Land verlassen muss, dann sind das schon Geschichten, die einfach spannend sind und die Jungs einfach auch sehr bewegen. Das heißt, der Sport wird hier immer wieder, ist das Hauptthema, der dann immer wieder die gleiche Basis ist, um mit den Jungs ins Gespräch zu kommen. Ihr hattet auch viele unterschiedliche Gäste bei euch im Gefängnis. Kannst du mir darüber was erzählen, wer so zu Gast war? Ja, genau. Wir hatten also die Idee bei diesem Kurs ist es, dass die nicht nur mit uns beiden zu tun haben, obwohl wir natürlich auch schon ziemlich knackig sind, aber darüber hinaus eben auch immer wieder Gäste zu haben, so wie dich, Philipp, der die Sache natürlich auch entsprechend auflockert. Aber wir haben auch jemanden, der die Biografie von Max Schmeling geschrieben hat. Damit kommen die Jungs zum Beispiel eben auch mal mit jemandem in Kontakt, mit dem sie sonst wahrscheinlich so sich noch nie unterhalten haben. Und auch da sind wieder viele unterschiedliche Fragen entstanden. Und wir sind immer mit dem Thema Sportgeschichten da drin. Das heißt, es geht immer um irgendeine Geschichte, um irgendeine sportliche Geschichte, die irgendwie berichtenswert ist und die irgendwas Spannendes hat. Und doch kommen die Jungs meistens von sich aus einfach auch auf Themen, die dann mit Sportgeschichten auch auf einmal wieder wenig zu tun haben, sondern mit ihnen selbst, mit ihrer Biografie, mit ihren Verfehlungen, mit ihren Wünschen, mit ihren Zielen, mit all den Dingen, die sie eben beschäftigen. Und genau darum geht's ja. Ja, also ich bedanke mich, dass ihr so ein tolles Projekt macht. Das ist bei Jugendlichen, glaube ich, nochmal besonders wichtig, ja, weil da kann man noch schön was bewegen. Ich halte dieses Projekt für sehr förderungswürdig. Ich hoffe, dass das Projekt weitergeführt wird. Vielleicht darf ich da auch wieder ein kleiner Teil von sein, bin ich sehr gespannt. Also, ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr das hier macht. Ich melde mich nachher bei euch, Leute, und dann verbleibe ich wie immer mit einem Ahoi aus Berlin erstmal. Jo, moin Leute, dann bin ich wieder der King unter dem Balkon. Ich bin wieder zurück von dem Trip nach Berlin, arbeite da im Jugendstrafvollzug. Ich wollte meine Gedanken dazu ein bisschen loswerden, weil die Jungs dann zu verlassen, ich habe die jetzt ja nur in 2 Terminen kennengelernt, aber man connectet dann doch sehr schnell. Und das, was die Jungs mir beim Rausgehen halt gesagt haben, so, ja, ich verstehe deren Gefühle, wie das dann jetzt so ist. Ja, wir haben jetzt hier auch gerade in Lübeck-Stockelsdorf, haben wir jetzt hier, wie gesagt, draußen schöne 25 Grad Sonne und man sitzt da jetzt im Gefängnis. Und dass sie darüber dann halt reflektieren, dass sie darüber nachdenken, scheiße, ja, ich sitze jetzt im Knast und das ist genau die Kacke, das ist die Strafe, ja. Wir haben heute auch im Gefängnis dann darüber gesprochen, ja, Spielsucht, wie sie auch schnelles Geld verdient haben mit Drogenhandel oder mit Einbrüchen oder Diebstahl, das weiß ich alles nicht, aber sie hatten auf jeden Fall alle die Motivation oder die meisten von denen die Motivation, schnell Geld zu verdienen. Und haben das Geld dann auch nur für Mumpels rausgegeben, sei es teure Klamotten, Spielotheken, irgendwo auf die Kacke hauen, selber viel Drogen konsumiert.
Und im Endeffekt sitzt man jetzt sein junges Leben dort im Gefängnis. Und da, das wissen die. Und das macht mich natürlich nachdenklich, weil ich natürlich nach meiner ersten kurzen Haftzeit auch nicht darüber nachgedacht habe, so, ja, scheiße, ich bin nach wenigen Monaten wieder rausgekommen und habe gedacht, ja gut, im Endeffekt konnten sie mir nichts. Aber dann, wenn man dann länger dort sitzt und man sieht das Leben an sich vorbeiziehen, so wie diese jungen Menschen gerade. Und ich glaube, besonders in dieser Zeit des Heranwachsens ist das eine so schlimme Erfahrung. Und ich hoffe, dass sie halt nicht diese Stigmatisierung bekommen, so dass sie jetzt ein Leben lang Außenseiter sein müssen, dass sie ein Leben lang Kriminelle sein müssen. Ich habe bei diesen Jungs ganz viele Stärken gesehen. Sie sind sehr selbstbewusst, sie haben eine tolle Wahrnehmung, sie haben auch schon mal einen Hase vorbeilaufen sehen, aber sie konnten ihre Stärken nicht einsetzen für sich und im legalen Bereich. Und das erinnert mich natürlich an meinen Werdegang genauso. Und umso wichtiger ist es, diese jungen Leute nicht aufzugeben, dass dieses Projekt, das dort läuft, was der Jan und der Hartwig vorher beschrieben haben, dass diese Jugendstrafanstalten diese Projekte machen, dass sie gefördert werden, auch vom Bund und vom Land und von Städten und so weiter. Und diese jungen Leute nicht aufzugeben, sie sind zu jung, um sie aufzugeben, ja. Wenn man das vielleicht bei mir mal gesagt hat, weißt du, wo ich mit Mitte 30 im Gefängnis saß, um zu sagen, ja, dem kann man nicht mehr helfen, dann ist es halt auch jetzt mal scheißegal, dann bleibt er halt ein Leben lang Gangster, bleibt er ein Leben lang Extremist, Gewalttäter und so weiter. Aber besonders bei jungen Leuten, die auch schwere Sozialisierung hinter sich haben, das bekommt man mit, dürfen wir nicht aufgeben, wir dürfen ihnen nicht den Handschlag verwehren, wir dürfen ihnen nicht den Weg zurück in die Gesellschaft verwehren, das steht uns nicht zu, sondern wir müssen versuchen, ihnen aufzuzeigen, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft sind, wenn sie sich an die Regeln und Gesetze dieser Gesellschaft halten, dass sie dann auch herzlich willkommen zurück sind. Das macht mich auch traurig, sie irgendwie so zurückzulassen. Ich hätte ihnen am liebsten, wäre ich runtergegangen zur Dönerbude, hätte ihnen Döner geholt und Cola und hätte sie eingeladen und hätte gesagt, Jungs, die Zeit geht vorbei und ihr könnt das alles schaffen und so weiter. Aber so einfach ist das Leben nicht. Umso wichtiger, dass es diese Projekte gibt. Und dann alle die da draußen sagen, ja, man muss mal im Gefängnis gewesen sein und das ist eine coole Sache und so weiter. Das ist der letzte Scheiß, wenn ich die Jungs da heute gesehen habe, wie sie ihre Familien vermissen, wie sie ihre Freunde, Freundinnen und so weiter vermissen, wie traurig sie zur Zelle zurückgehen, wenn sie wissen, am Wochenende sind sie fast dauerhaft eingeschlossen. Dass das kein Ponyhof ist, dass es keine auf einer Arschbacke Abgesitze ist, wie einige Rapper oder Leute in Medien das darstellen, wie das so ist und wie man dann so Gangster-Stories feiert und so weiter. Es war für mich ein Flashback. Ich hoffe, dass ich diese Jungs noch ein bisschen begleiten kann, auch wenn sie das irgendwann sehen. Ich hoffe, dass ein Teil dieser Community, die das guckt, dass sie dabei sind. Gebt euch nicht auf. Gebt euch nicht auf. Ihr könnt, was ich euch auch immer wieder gesagt habe, ihr könnt noch alles erreichen. Und diese Botschaft ist mir wichtig an euch. Und schreibt mir mal runter, was ihr davon haltet, von Arbeit in Gefängnissen mit externen Projekten. Soll man die Leute lieber nur wegschließen? Soll man mit denen arbeiten? Was kann man machen? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Und dann bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich verbleibe für heute mit einem Ahoi von der Küste, Leute.